Hallo meine Lieben, heute wollte ich euch mal zeigen, wie ihr einen Beutel super schnell nähen könnt und auch ein bisschen beschmücken könnt. Und mehr dazu sage ich euch gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist so ein Beutel. Und zwar geht es mir darum, euch zu zeigen, wie schnell ihr so einen Beutel machen könnt, ohne da jetzt groß Sachen abzustecken und dann das ganze Tamtam, sondern wirklich schnell durch und so trotzdem einen sehr robusten und stabilen Beutel habt, wo innen auch die Nähte versteckt sind. Und die könnt ihr euch in allen möglichen Größen machen und da könntet ihr zum Beispiel eben als Geschenk, um wenn ihr Familienmitglieder oder Freunde habt, die sich immer noch an diesen Plastiktüten beim Einkaufen bedienen, auch für die Früchte und Gemüse und so solche Sachen, na, da könntet ihr zum Beispiel hier so drei verschiedene Größen machen mit lustigen Sprüchen drauf und die dann so verschenken. Und dann habt ihr ein Geschenk, wo auch noch ein schöner Gedanke dahinter ist und eine Message. Und wie ihr den eben sehr schnell machen könnt, das gucken wir uns jetzt an. Was wir für dieses Projekt brauchen, ist folgendes. A, einen Stoff, da könnt ihr die Größe frei wählen. Hier als Beispiel habe ich 21 cm mal 30 cm und das zweimal. Dann habe ich, um ein Band zu erstellen, habe ich ein Stück, was 90 cm mal 6 cm ist. Das habe ich auch schon vorbereitet. Und zwar das einfach einmal in der Hälfte gebügelt und dann die beiden Teile reingelegt. So, dass wir hier dann wunderbar ein Band haben. Geschnitten habe ich das Ganze mit dem Schneiderlineal und dem Rollschneider. Dann habe ich ein Stück Flexfolie ausgeplottet. Hüfte tiefer ein Stück, einen Spruch, ne? Die werde ich mit der Cricut Mini aufbringen und dazu brauche ich auch die Hitzematte. Dann werde ich eine Öse einschlagen, um das Band da durchzuziehen. Da brauche ich das Werkzeug dafür und die Öse und die Variozange. Und dann, ich verwende immer die Wunderclips zum Nähen, finde ich super. Aber dann habe ich auch immer Nadeln noch auf dem Tisch. Ich habe eine Stoffschere, ein Essstäbchen, um da dann die Ecken rauszudrücken. Und was auch immer hilfreich ist, ist so ein Bügellineal. Wenn ihr dann Sachen umlegen müsst und die so bügeln müsst, dann könnt ihr das hier wunderbar angucken mit den Zentimetern. Und da könnt ihr drüber bügeln. Das ist was sehr hilfreich ist. Und natürlich brauchen wir auch das Bügeleisen und die Nähmaschine. Jetzt, was wir als allererstes gleich machen, wenn ihr das Band auch so vorbereitet habt, na, wir haben das so reingelegt, jetzt lege ich das wieder auf die andere Seite raus und bringe die Kanten so aufeinander. Und das auf beiden Seiten. Und da nähen wir dann kurz drüber, einfach hier mit einem Zentimeter oder auch ein bisschen weniger. Also ihr könnt hier 0,5 einmal vor, einmal zurück nähen und das auf beiden Seiten. Und beim Stoff, das liegt hier rechts aufeinander. Bei mir spielt jetzt das nicht wirklich so eine riesige Rolle und steckt es an drei Seiten fest. Und da näht ihr einmal knappkantig, fangt hier an, verriegelt, geht hier runter, 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 wenden, runter, 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 wenden, alles wieder hoch und hier am Ende auch wieder verriegeln. Und genau das mache ich jetzt kurz an der Nähmaschine. Merry Christmas, we'll have this year.
Ich muss mich kurz korrigieren, weil ich bin mir das so gewöhnt, dass man immer rechts auf rechts näht, dass ich das falsch gesagt habe. Tatsächlich liegen jetzt die Stücke links auf links. Das heißt, euch guckt quasi jetzt die Außenseite des Stoffes an. Was ein bisschen ungewöhnlich ist, aber ihr seht dann gleich, das wird gleich Sinn ergeben. Jetzt könnt ihr das Ganze auf einen halben Zentimeter zurückschneiden und die Ecken abschneiden. Und dann könnt ihr das Ganze wenden und die Ecken kurz mit dem S-Stäbchen rausdrücken. Und am besten bügelt ihr hier die Kanten einmal schön, damit das wirklich schön liegt und die da schön nach außen kommt. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr von der Seite noch einmal das Ganze abnähen. Und zwar auch wieder oben anfangen, verriegeln, alles runternähen, rübernähen, aufnähen und am Ende auch wieder verriegeln. Und dann können wir uns auch gleichzeitig noch um das Band kümmern. Da könnt ihr die Ecken so ein bisschen reinschneiden. Und dann könnt ihr das wieder zurückwenden. Weil so kriegt ihr dann einen schönen Abschluss für dieses Band. Selber auch auf der anderen Seite. Und das könnt ihr auch abnähen. Ihr könnt es festmachen mit Nadeln. Ich arbeite da eher Freihand, weil das soll ja auch ein schnelles Projekt sein. Und zwar fangt ihr hier oben an, verriegelt und geht alles runter, 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 runter. Schön knappkantig hier dran, bis am Ende und da auch wieder verriegeln. Und die beiden Sachen mache ich jetzt kurz. Wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr hier wunderbar euer Band und die Tüte, ne, das ist jetzt die Innenseite, das heißt, wenn wir das dann nachher wenden, habt ihr außen eine schöne Naht und innen drinne franzt euch da auch nichts aus, weil das da in diesem Tunnel quasi drin ist. So schnell könnt ihr einen Beutel nähen. Jetzt müssen wir oben noch den Tunnelzug machen. Und da legt ihr das einmal bei 1 cm um und ich gucke jeweils, dass ich das dann in eine Richtung umlege und auf der Seite in die andere Richtung und legt das so dann 1 cm um. Das könnt ihr gerne auch bügeln, damit es schöner liegt mit eurem Stoff dann. Und dann legt ihr es nochmal um und dann das bei 2 cm, weil wir müssen genug Platz haben, damit das Band rein kann. Auch da könnt ihr das natürlich auch kurz bügeln. Bei meinem Stoff, der geht jeweils extrem gut, wenn man den einfach kurz so ein bisschen festzurrt. Jetzt brauchen wir hier im Außenteil, wo dieser Tunnelzug ist, brauchen wir eine Öse, damit wir da mit dem Band durch können. Deshalb wende ich das Ganze kurz
Und dann gucke ich einfach, wo ist die Mitte. Ne? Also hier gehen wir 2 cm runter. Und ich versuche hier die Mitte von den Seiten her zu finden und die Mitte von diesen 2 cm. Ihr merkt, heute bin ich ein bisschen Freestyle unterwegs, aber es geht darum, einen schnellen Beutel zu nähen und hier nicht eine Diplomarbeit zu machen. So, jetzt brauchen wir das Loch und die Öse nur in dem Stoff, nicht im Rest, sondern nur in dem Stoff, und darum müssen wir das jetzt machen. Dazu brauchen wir die 2 Aufsätze, einerseits den Tunnel und andererseits dieses Runde hier. Und da gehen wir jetzt einfach so hin, ne? Dass dieses Runde genau auf dem Kreis ist, den ihr eingezeichnet habt. Und wenn ihr damit Schmackes zudrückt, habt ihr ein Loch drin. Ich habe gerade gemerkt, dass mein Stoff das extrem uncool fand mit diesem Loch reinstanzen. Der ist zu dünn und deshalb habe ich hinten einfach als Verstärkung Flieseline drauf gemacht. Und jetzt sollte das funktionieren. Dann können wir das hier wechseln. Und zwar bleibt der runde Noppen drauf, der Metallica geht weg. Und dann kommt das Plastikteil drauf. Und von der Öse her geht das Element hier von außen nach innen durch. Und auf der anderen Seite, ne, diese Öse hat, auf der Innenseite hat es so einen Ring und außen nicht. Und es muss so drauf, dass der Ring hier so, also der ist jetzt quasi unten. Und jetzt gehen wir mit dem Plastikteil drunter. Und mit dem runden drauf. Und so habt ihr die Öse drin. Und was wir jetzt noch machen, wir legen das jetzt wieder rein bei diesen 2 cm. Immer noch eine geht in die Richtung, die andere geht in die Richtung. Und jetzt könnt ihr das einmal abnähen, ringsherum. Einfach so, dass ihr hier auf der 2 cm Naht landet. Ihr könnt es von innen nähen, wenn es euch einfacher geht, oder mein Stoff ist was ein bisschen durchsichtig. Das heißt, ich sehe, wo der Stoff ist und ich werde mich hier daran orientieren. Und genau das nähe ich noch kurz ab. Ich habe gesehen, ich musste da ein bisschen um die Öse herum nähen, aber hat auch funktioniert. Man könnte da auch 3 cm machen anstatt nur 2 cm, dann habt ihr das Problem mit der Öse auch nicht. Aber naja, es ist ein Zweckobjekt, ne? Es muss halten und es soll schnell gehen. Von dem her können wir jetzt hier noch die Flexfolie aufbringen. Da nehme ich die Cricut und schalte die auf eine 2 ein. Dann gehe ich da kurz ein bisschen drauf und erwärme das. Und gucke, dass da keine Falten mehr drin sind. Und dann platziere ich das Element hier drauf, da wo ich das haben will, tendenziell im unteren Bereich. Und dann müssen wir über das ganze Design an allen Stellen 30 Sekunden drauf. Und dann könnt ihr die Folie abziehen. Achtung, die ist heiß. Sögele.
Dann ist es drauf, dann können wir die Cricut auch schon wieder ausschalten. Und dann müssen wir hier noch das Band durchziehen. Da gebe ich einfach eine Sicherheitsnadel in die eine Ecke. Und dann stoße ich die so durch und ziehe die so durch den Tunnel durch. Ihr seht, die Bändel, da könnte man sogar ein bisschen kürzer gehen noch, aber was ich euch, ich weiß, es war jetzt heute sehr viel Freestyle und nicht abstecken und ein bisschen nähen, ohne das irgendwo festzumachen mit Nadeln, aber ich wollte euch einfach zeigen, wie schnell ihr so einen Beutel machen könnt, der super mehrfach, also immer wieder verwendet werden kann. Den könnt ihr in beliebige Größe machen, den könnt ihr hier schön und lustig beschriften. Ich weiß, man sagt, ne, von wegen, wir vermeiden Plastik und dann macht man Plastik drauf, aber naja, der sollte ja jetzt eine sehr lange Zeit eigentlich immer wieder verwendet werden können. Und die könnt ihr echt in verschiedenen Größen machen und die sind so super schnell gemacht und die nehmen in der Tasche selber auch fast keinen Platz weg. Ne? Die könnt ihr einfach so in eure Tasche reinmachen, in eure Einkaufstasche und dann habt ihr die immer zur Hand, wenn immer ihr so einen Beutel braucht und könnt da S-Waren reinmachen, wo ihr normalerweise einen Plastikbeutel für nehmen würdet. Und ich finde, das hat einfach ein cooles Geschenk auch, weil es, naja, es hat einen Gedanken dahinter, das finde ich auch immer toll und ihr könnt ja da zum Beispiel, na, ihr macht 4, 5 verschiedene Größen oder 3 verschiedene Größen und da überall einen lustigen Spruch drauf und dann kommt es auch so ein bisschen besser an, als wenn man da jetzt einfach nur so einen Beutel verschenkt. Aber das war eigentlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auch auszuprobieren und nachzunähen. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis bald!